Hallo und willkommen zurück am Poppenhausener Bahnhof, der letzte Folge mich in den letzten paar Minuten noch in Stress versetzt hat. Naja, das kann ja auch mal passieren. So, jetzt sehe ich auch wieder die Einnahmen. Ich habe das also wieder umgestellt. Jetzt haben wir das Problem, ja, dass wir hier die Straße haben, die uns so ziemlich alles blockiert. Und ich hoffe, dass ich jetzt durch Umsetzen dieser Straße diese Eisenbahnlinie hier ohne Probleme mit 120 km/h, oh Gott sei Dank, drüber fahren lassen kann. Sieht zwar sehr interessant aus, aber es funktioniert, also warum sollte ich mich beschweren? Jetzt warte ich aber mal wieder, bis ich etwas mehr Geld habe. Oder bis wir etwas mehr Geld haben. Und mache währenddessen die Höhenlinien aus und schalte auf Vorlauf. So, hier sammeln sich jetzt wieder Leute, nachdem wir letztes Mal den Bahnhof umgebaut haben und die Nachfrage torpediert haben. Ich überlege nur gerade, doch tatsächlich, es sind zwei Züge. Mein Kopf ist wie ein Loch. Es verschwindet alles darin. Ja, noch sind die Passagiere für diese Linie. Und sie übersteigen immer die Kapazität der Züge. Ja, vor allem, weil die noch nicht die neuen Wagen haben. Ja, nachdem jetzt das letzte Mal der Zug hinzugekommen ist. Ich bin schon versucht, ihn zu benutzen, aber er ist langsam. Geben wir es nochmal zu. Er ist langsam, hat aber mehr Kraft. Immens mehr Kraft als die andere. Das heißt, falls hier irgendwann mal die Steigung zu groß wird für den guten alten Zug hier oben, den da, kann das schon mal uns den Hintern retten. Wird dann halt langsamer, kann aber mehr transportieren. Momentan haben wir 11 von 16, das heißt, hier steht auch ein Ausbau. Und wir haben Geld, also wieder auf normale Geschwindigkeit. Das, was ich mir geliehen habe, mal zurückzahlen, so ungefähr, damit nicht immer die Zinsen so vergessen gehen. So, also da haben wir einen Berg, so kann ich es immer am besten erkennen, was wir da haben. Das heißt, wir haben da eine Senke. Dann versuchen wir da mal runterzufahren. Ohne allzu viel Geld auszugeben. So. Und jetzt in einem Rutsch an diesen Bahnhof dran. Wunderbar. So. Zack. Bevor ich das Spiel hier angefangen habe zu Let's Playen, war ich auch immer nicht so der Typ, der vorgespult hat. Warum Weichenbau? Was habe ich getan? Hier gibt's keine Weiche. Achso, ich habe zu weit gezogen, oder wie? Ja. Ich war einfach nicht der Typ, der dann hier schneller geschaltet hat, um schneller Geld zu bekommen. Ich habe einfach gewartet. Aber sowas kann man nicht unbedingt hier bringen. Dann langweilt ihr euch alle. Obwohl ja noch die Frage ist, ob ihr euch nicht sowieso langweilt. So. Ich überlege gerade, ob ich die Strecke von vorn hinein, schon von Anfang an durchziehen soll oder ob ich erstmal. Ich glaube, ich werde es erstmal zwischen den beiden pendeln lassen, weil Mehrenberg ist schon länger angeschlossen. Und dann werde ich das irgendwann noch auf Abt Steinbach. Es wird nicht mehr besser. Also es wird nicht mehr besser. Das wird immer mein Problem bleiben, diesen Ort auszusprechen. So, jetzt haben wir hier Straßen. Ich hasse Straßen. Könnte ich sie abreißen, würde ich alles machen. Unnötige Konkurrenz beseitigen. Und sie regen mich schon wieder auf, weil sie
einfach nur im Weg sind. So. 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 Ich leite die Straßen auf abstruse Weisen um, um mit meinen Zügen langfahren zu können. Das würde klappen, aber die zweite Strecke nicht. Irgendwo muss ich dann entweder hier drüber oder ich fahre hier außen rum. Haben wir hier irgendwo einen Betrieb, der sich lohnen könnte, dann auch an die Strecke angeschlossen zu werden? Nicht unbedingt. Ja, ich bin irgendwie der Einzelstreckentyp, das merke ich immer wieder. Jetzt habe ich mir meine eigene Umgehungsstrecke total unnütz gemacht. Dann wird das jetzt einfach wie folgt geändert. Straße. So. Straße. Nicht genug Platz. So. Und dann. Ach, da. Geht das jetzt? Interessant. Interessant. Aber okay. So. Und jetzt. Von da nach da. Jetzt planieren wir das. Und vielleicht habe ich ja jetzt. Ah ja. Der Problem. Ich bin echt auf Kriegsfuß mit Straßen. Vor allem habe ich sie jetzt so tierisch cool darüber gelegt. Aber vielleicht kann ich sie auch über eine bestehende Strecke verlegen. Jetzt bauen wir die einfach. Ich versuche hier nochmal Straßen zu bauen. Nein. Also irgendwie sträuben die sich alle bei mir. Ich könnte anfangen zu weinen. So. Auf ein neues. Diesmal ein bisschen weniger kurvenreich. Hoffnung, 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 das klappt. Halleluja. Und eine Strecke, für die ich jetzt, wo ich geschlagene Stunden für gebraucht habe. Und wir dürfen hier nochmal über eine Straße. Nun ja. Das heißt, wir fahren jetzt hier weiter. Und jetzt versuche ich hier heil drüber zu kommen. Und versuche auch gerade. Wunderschön. Wie das funktioniert. Also, das ist doch mal eine originelle Straßenführung hier. Da hat sich die Behörde, da hat sich das Straßenbauamt bestimmt gedacht, wir wollen auch mal künstlerisch tätig werden. So. Planieren wir es auch noch weg. Die Strecke nimmt Form an und sie sind ganz schön lang, fällt mir auf. Also, ob das hier, da brauche ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Speed. Also, wegen der Elektrifizierung dieser einen Strecke, wo ich schon mal angefangen habe, das kommt auch bald. Also, keine Sorge. Das ist fest geplant. Ich bin kein Freund von Tunneln, aber ich glaube, hier ist es das Beste. Jetzt hat es geleckt durch die ganzen Zahlungen. Und jetzt hat es gespeichert. Was passiert hier schon mal, ja? Das ist euch bestimmt schon aufgefallen. So. Also den Berg einfach mal umgangen, indem man durchfährt. So. Der Bahnhof von Abt Steinbach sollte schon so liegen, dass man vielleicht auch nach da hinten fahren kann. Oder wir bauen einfach noch einen zweiten. Ich glaube, das Beste ist, wenn man sich jetzt hier eine Straße baut. Dazu gehe ich auf Pause. Schöne Straße. Hier hin. Und dann kann man nochmal um die Kurve bauen, wenn man
unbedingt nach da drüben möchte. Oder ich nach unbedingt da drüben möchte. Ich glaube, zweigleisig tut's am besten. Und dann fahren wir hier diese leichte Kurve, die jetzt dadurch entsteht. So. Und hiermit erkläre ich diese Strecke für vollständig. Sogar mit Tunnel. Abenteuerlich. So, und da ich immer der bin, der von der KI geärgert wird. Komm schon, 120. Ja. Aber dafür hier kein 120 mehr. Ist ja klar. Ach ja. Ich sollte einfach akzeptieren, dass es nicht immer klappt, 120 zu fahren. Dann eben 83 und so. Und dann ist sogar schon der Weg nach Meißner angefangen. Ja, gut, wie sieht's aus? Ich denke, die Strecke ist wirklich die längste, die hier geht noch, also würde ich hier wirklich anfangen. Also zu lange Weiche. Schaffe ich die 120? Ja. Kein Zug wird da mit 120 jemals reinfahren, außer er will durchfahren. Aber das ist egal, finde ich mal. So, hier brauche ich glaube ich keine. Ja, hier ist es ja klar, wo er hinfährt. Man könnte jetzt natürlich es noch ein bisschen für die Zukunft vorbereiten, indem man sagt, hey, ich will, dass die Züge hier mal vorbeifahren können, hier kreuzen können. Das müsste natürlich erstmal möglich sein irgendwie, weil Computer sagt nein. Computer sagt nein. Das ist schade. Das ist gerade, weil hier anscheinend was im Weg ist. Vielleicht von hier drüben? Das möchte er auch nicht. Das finde ich so unnötig, wenn ich jetzt hier was mache. Aber es ist schon blöd, wenn die untereinander getrennt sind, weil dann muss ich immer für jede Strecke ein Depot bauen. Das liegt auch nicht mal an dem Signal da. Ja, das liegt einfach daran, dass es nicht macht. Selbst so rum sagt er nein. Was schade ist. So. Naja, werde ich wohl noch irgendwie anders machen müssen. Gut, das bedeutet, na wenigstens kann man es ja mal so machen, oder? Wo fährt gerade der Zug hier drüben hin? Der fährt nach da? Ja, nach da ist es. Also, hier die Weiche geht nach hier. Die will nicht und geht die Weiche nicht nach hier. So, hat's wenigstens so ein bisschen Anschluss an andere Sachen. Aber bevor ich das jemals vergesse, er hat niemals Vorfahrt. So, bedeutet jetzt hier. Hier fahren sie ein, das heißt, hier brauchen wir ein Signal. Und dann würde ich sagen, machen wir nach guter alter Manier weiter. Aber ein bisschen früher. Da. Da. Bis nach Poppenhausen. Habe ich das richtig rumgesetzt? Ja. Bis nach Poppenhausen. Und hier beginnt dann. Also er kommt von hier
fährt hier rein. Das heißt, wir brauchen hier ein Signal. Reißen das hier dafür ab. Also, hier wartet er, fährt weg. Alles wunderbar. Dann die Wegpunkte. Und da. Hier noch ein. Ich glaube, hier drüben sind wieder keine nötig, weil. Oh, komm. Gehen wir sicher, falls ich jemals hier drüben anbinden sollte, irgendwie. So. Das heißt, die Strecke an sich ist fertig. Die werde ich jetzt auch gerade noch einrichten. Und dann heißt es in der nächsten Folge: Warten auf Geld oder Geld klein für die nächsten zwei Züge oder erstmal Depotbau. Neue Linie. Das war Mehrenberg-Poppenhausen. Und dann das übliche Verfahren. Na, kommst du? Den will er nicht. Jetzt. Und dann fahren wir natürlich über das hier. Hier ein, darüber. Darüber. Da lang. Und hier gibt es ja dann nur noch das hier, was auch nicht so wirklich nötig ist. Okay, das heißt, Mehrenberg-Poppenhausen ist fertig. Unsere Folge neigt sich auch dem Ende. Jetzt noch die Frage, wohin dann das Depot kommt. Ich denke, in die Nähe von Poppenhausen. Irgendwie am besten hier rein. Mal gucken, noch schnell gucken. Ich kann ja dann doch wieder nicht aufhören. Das ist, ich weiß doch. Nee, geht leider nicht. Naja, ich denke, hier bei Mehrenberg würde sich das auch was bringen. Dann ist es zwar, ich denke, aber eher auf der Seite. Um mich daran zu erinnern, kommt dann hier schon mal eine Einfahrt hin. Samt Signal. Okay, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.